In der abgelegenen englischen Ortschaft Hell's Grove verschwinden seit einem Jahr immer wieder Touristen auf ungeklärte Weise. Das für eine kleine Boulevardzeitung tätige Journalistenpaar Linda und Adam Taylor will der Sache auf den Grund gehen. An einem Spätsommerabend trifft das Paar im Landhotel Moody House ein. Schon eine gefühlte kleine Weile betätigen die beiden die Klingel an der Rezeption, bis sich schließlich endlich jemand um sie kümmert. Ich komm ja schon, ach, ich komm ja schon. Und wenn Sie die Klingel noch so laut bimmeln, ich kann schließlich nicht hexen. Was kann ich für Sie tun? Verzeihen Sie bitte, wir wollten Sie nicht drängen. Mrs. Moody nehme ich an. Wir sind die Taylors. Ich bin Adam Taylor und das ist meine Frau Linda. Guten Abend. Wir haben bei Ihnen telefonisch ein Zimmer reserviert. So, haben Sie das? Ja, dann wollen wir doch mal sehen. Ja, hier. Taylor, Zimmer 4. Unterkunft für eine Woche. Ja, richtig. Nun gut. Bezahlt wird für das Zimmer im Voraus. 20 Pfund die Nacht macht insgesamt 140 Pfund. Frühstück und Abendessen sind im Preis inbegriffen. Kaffee und Tee sind kostenlos. Sonderwünsche gegen Aufpreis. Ihr Zimmer liegt die Treppe rauf und dann den Gang ganz hinten links. Erwarten Sie nicht, dass ich Ihre Koffer nach oben schleppe. Oder glauben Sie, dass ich mit meiner zierlichen Figur Baumstämme werfe? Ach nein, nein, alles gut. Natürlich tragen wir unsere Koffer selbst auf unser Zimmer. So viel haben wir ja auch gar nicht dabei. Sehr schön. Ich war gerade dabei, das Abendessen vorzubereiten. Wenn Sie wollen, können Sie sich sogleich im Esszimmer nebenan zu unseren anderen Gästen gesellen. Oh, sehr gerne. Ich habe nach der langen Fahrt einen Bärenhunger. Dann nehmen Sie im Speisezimmer Platz. Essen gibt es in 10 Minuten. Noch etwas Tee, meine Liebe? Oh, sehr gerne, Mr. Smith. Guten Abend, die Herrschaften. Aha, wen haben wir denn da? Neue Gesichter in diesem Verlies? Na komm, möchten Sie sich beide nicht zu uns setzen, ha? Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Wir beißen nicht. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind die Taylors. Das ist mein Mann Adam. Angenehm. Und ich bin Linda Taylor. Und ich bin Olivia Alistair. Und der Gentleman neben mir ist John Smith. Ein Schmeichler und Charmeur. Durch und durch. sag was. Glauben Sie dem alten Mädchen kein Wort, ha? Wenn Sie nicht aufpassen, verkaufe ich Ihnen noch den letzten Knopf. Selbst wenn Sie schon eine Schubkarre voller Knöpfe besitzen, ne? Ich bin nämlich Handelsvertreter. Und da, wo der Rubel und der Penny rollt, bin ich mit von der Partie. Und Sie? Was verschlägt Sie denn in diese verlassene Gegend am Rande des Nirgendwo? Urlaub, Mr. Smith. Wir kommen aus Manchester. Und da kam uns eine Flucht zum Rand des Nirgendwo, fern von Hektik und Stress der Großstadt, gerade richtig. Oh ja, das verstehe ich gut. Sie werden kaum einen geeigneteren und einsameren Ort der Ruhe und Entspannung finden, als hier in Hell's Grove. Sofern Sie nicht allzu viel Wert auf die Verpflegung in diesem Hotel legen. Die Küche hier wird nur noch von der Freundlichkeit der Witwe Moody übertroffen. Und es war jetzt aber nicht sehr nett, mein lieber John. Sie haben recht, Olivia. Ja, ja. Entschuldigen Sie bitte, aber selbst eine Henkersmahlzeit fällt opulenter aus. Apropos, wo bleibt die Hausherrin denn mit dem Abendessen? Ich glaube, sie unterhält sich mit dem Herrn da vorne in der Lobby. Ach, der. Das ist der Constable Robert Jones, der Polizeimeister von Hell's Grove. Der macht jeden Abend seine Runde und schaut hier gern bei einer Tasse Kaffee nach dem Rechten, ne? Hey, hallo Constable. Constable Jones, setzen Sie sich doch auch zu uns. Kommen Sie. Och, ich möchte Sie aber nicht bei Ihrem Abendessen stören. Nicht doch, nicht doch. Kommen Sie, kommen Sie. Je geselliger der Abend, umso besser, ha? Darf ich Ihnen unsere neuen Freunde vorstellen? Das sind Linda und Adam Taylor aus Manchester. Guten Abend. So, aus Manchester. Ein weiter Weg bis hierher runter in die Provinz, nicht wahr? Oh ja, das können Sie laut sagen. Mein Mann und ich hatten allerdings in einem Dokumentarfilm über die Grafschaften Englands etwas über den Ort hier gesehen und fanden ihn so ansprechend und schön, dass wir hier unseren Urlaub verbringen wollten. Ja, die Gegend hier hat schon etwas.
Sofern man auf morbide Weise Geschmack an Wäldern mit verkrüppelten Zypressen findet. Oh, genau deswegen bin ich auch hier, Constable. Ich will nämlich genau diese schmucken Wäldchen malen, wenn sie so schön im frühabendlichen Nebel liegen. Ich bin Landschaftsmalerin, müsst ihr wissen. Oh, interessant, Miss Alistair. Sagen Sie, Constable, was hat es eigentlich mit den Leuten auf sich, die hier angeblich verschollen sein sollen? Leute, die hier verschwunden sein sollen? Naja, hier sind manchmal Touristen durchgekommen, die dann klammheimlich in einer Nacht- und Nebelaktion wieder abgehauen sind, ohne ihre Hotelrechnung zu bezahlen. Daher müssen sie ja auch ihre Rechnung im Voraus bezahlen, damit die Gastwirte nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben. Aber nun entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss weiter meine Runde drehen. Auf Wiedersehen, meine Herrschaften. Auf Wiedersehen, Constable. Ah, da kommt die Moody nun endlich mit dem Abendessen. Ha, jetzt habe ich aber auch schon so einen Hunger, dass ich mir sogar ihren verbrannten Schmorkohl werde schmecken lassen. Nach dem Essen und einer geselligen Party Bridge begeben sich die Gäste an dem nunmehr spät gewordenen Abend auf ihre Zimmer zur Nachtruhe. Übermüdet lassen die Taylors dort noch einmal den Tag Revue passieren. Und? Was hältst du von den Leuten, Adam? Dieser Mr. Smith ist ein wirklich lustiger Kerl. Und Miss Alistair ist auch eine nette alte Dame. Oh ja, sehr nett. Was man von dieser Moody allerdings nicht behaupten kann, sie ist ungefähr so freundlich wie eine Kettensäge. Ja, sie ist schon ein echter Drachen. Eigentlich ist sie auch noch recht jung für eine Witwe. Der Constable hat sich ebenfalls ein wenig merkwürdig verhalten, meinst du nicht auch? Mhm. Als du ihn auf die verschwundenen Touristen angesprochen hast, hat er es auf einmal sehr eilig gehabt, seine Runde fortzusetzen. Ja, das sehe ich auch so. Sein Argument, dass das alles Zechpreller gewesen sein sollen, überzeugt mich nicht. Ich meine, 6 Leute, alle unterschiedlichen Alters und aus diversen Berufsgruppen, sind im letzten Jahr hier verschwunden. Einer von ihnen war sogar ein Rechtsanwalt und alle sollen Zechpreller gewesen sein? Vielleicht einer von denen, aber doch nicht alle. Was denkst du? Haben wir es hier vielleicht mit einem Serientäter zu tun, der die Leute verschwinden lässt? Schon möglich. Morgen hören wir uns mal in der Ortschaft um. Aber jetzt sollten wir schlafen gehen. Es ist kurz vor Mitternacht und ich bin hundemüde. Nach diesem langen Tag der Anreise schlafen die Taylors augenblicklich ein. Es ist bereits tief in der Nacht, als Linda Taylor plötzlich aufschreckt. Trotz der noch sehr angenehmen nächtlichen Temperaturen des Spätsommers friert und fröstelt die junge Journalistin bitterlich. In ihrem Zimmer ist es auf einmal unerklärlich kalt, sodass sie im fahlen Licht des Mondscheins sogar den Hauch ihres Atems sehen kann. Warum ist es plötzlich so kalt hier drin? Ob Adam irgendwo ein Fenster aufgemacht hat? Der schläft ja fest und friedlich wie ein Murmeltier, der Gute. Während ich mir hier wie in einem Iglu vorkomme. Die Fenster sind alle zu. Und trotzdem fühle ich einen eisigen Luftzug. Was war das? War da was? Ich glaube, wir sind nicht allein im Zimmer. Hallo? Ist da wer? Jetzt habe ich aber deutlich eine Gestalt gesehen. Adam? Adam, wach auf! Hier ist jemand im Zimmer. Was? Wie? Was ist denn, Linda? Wir sind hier nicht allein im Zimmer. Was? Oh, warte, ich knips das Licht an. Ah, hier ist niemand, Linda. Und wenn es nun ein Einbrecher war? Steh schon auf und schau nach, ob unser Geld und unsere Kreditkarten noch da sind. Ach, schon gut, schon gut. Ich gehe ja schon. Warum ist das eigentlich so eiskalt hier drin? Weil du in der Nacht vielleicht dein Fenster aufgemacht hast? Und? Was ist? Ist noch alles da? Ja, es ist alles da. Ach, du wirst nur schlecht geträumt haben, Linda. Hier war niemand. Lass uns wieder schlafen gehen. Nun ja, wie du meinst.
Vielleicht habe ich ja wirklich nur schlecht geträumt. Gute Nacht, Liebes. Die restliche Nacht verbringen die Taylors ohne weitere Vorkommnisse. Am nächsten Morgen treffen sie die Landschaftsmalerin Olivia Allister am Frühstückstisch an, die ihre Pläne bekannt gibt, am Nachmittag das kleine Zypressenwäldchen vor den Toren von Halesgrove zu malen. Der Handelsvertreter John Smith ist indes schon früh aufgebrochen, da er Geschäfte in einer anderen Ortschaft zu tätigen hat. Nach ihrer letzten Tasse Kaffee machen sich die Taylors auf, die Gegend zu erkunden und die Einwohner nach den verschollenen Touristen zu befragen. Doch sie stoßen überall auf Ablehnung oder Ahnungslosigkeit. Ach, jetzt sind wir schon seit Stunden unterwegs. Keiner macht den Mund auf oder will etwas wissen. Tja, ein merkwürdiges Verhalten. Die Leute scheint es gar nicht zu interessieren, ob an ihrem Dorfidyll vielleicht irgendwas nicht stimmt. Hey, ihr da! Ja, sie beide da. Kommen Sie hier herüber. Meinen Sie etwa uns? Nein, den Weihnachtsmann. Natürlich meine ich Sie. Oder sehen Sie vielleicht noch jemand, der neben euch so gottverlassen hilflos auf der Straße steht? Können wir irgendwas für Sie tun? Nun nein, aber ich kann etwas für euch tun. Ihr fragt hier doch Land und Leute nach den verschwundenen Touristen. Damit wäre ich an eurer Stelle vorsichtig. Was wissen Sie über die Touristen? Nun, ich... Sie wissen doch etwas. Nun sagen Sie schon. Nun ja. Also seit Eleanor Moody unten das Haus vom alten Paul übernommen hat, passieren hier seltsame Dinge. Leute verschwinden. Verstehen Sie? Nicht nur Touristen. Was für Leute? Naja, vor allem der alte Paul Moody. Dem gehörte das Moody-Haus. Ist schon seit Generationen Familienbesitz, müssen Sie wissen. Tja, auf seine alten Tage hat er dann dieses junge Ding geheiratet, diese Eleanor. Ja, und? Nur kurz nach der Heirat ist der alte Paul verschwunden. Weg, wie vom Erdboden verschluckt. Seitdem führt Eleanor das Hotel. Sie glauben, dass Eleanor den alten Paul umgebracht hat, um an sein Erbe zu kommen? Naja, Paul war kein reicher Mann. Ich meine, sehen Sie sich Moody House einmal an. Das ist ja nun nicht gerade ein Palast. Nein, nein, im Moody House gehen seltsame Dinge vor sich. Es ist jetzt fast auf den Tag genau ein Jahr her, seit Paul verschwunden ist und dieses junge Ding das Haus übernommen hat. Und seitdem verschwinden auch die Touristen, von denen übrigens die meisten Gäste im Moody House waren. Und der Constable? Hat der Constable die Angelegenheiten denn nicht näher untersucht? Constable Jones? Der kassiert doch nur sein Gehalt und macht kaum einen Finger mehr als nötig krumm. Außerdem glaube ich, dass er ein Auge auf die Eleanor geworfen hat. Wenn Sie wissen, was ich meine. Aber ich habe schon zu viel gesagt. Ich gehen Sie jetzt. Los, gehen Sie. Da kommt der Constable. Ah, die Taylors. Sie machen einen Spaziergang? Ja, eine wirklich schöne Gegend haben Sie hier. Und die alte Mühle unten am Bach, wirklich malerisch. Sie haben hier einer Menge Leute eine Menge Fragen gestellt. Wie kommen Sie darauf? Halesgrove ist ein kleines Nest. Hier spricht es sich schnell herum, wenn Fremde zu neugierig werden. Also, wer sind Sie wirklich? Und erzählen Sie mir nicht, dass Sie hier nur Urlaub machen. Wir sind Journalisten und sind hier, um die sonderbaren Vorfälle der verschwundenen Touristen in Halesgrove zu untersuchen. Daran ist nichts sonderbar. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass diese Touristen sich einfach aus dem Staub gemacht haben und die Leute hier auf ihren Rechnungen haben sitzen lassen. Und das glauben wir eben nicht so recht, Constable. Mir ist egal, was Sie glauben oder nicht glauben. Ihr Schmierfinken wittert doch nur eine große Schlagzeile und wollt aus einer Belanglosigkeit eine verlogene Story zusammenschustern. Von mir aus können Sie tun, was Sie sowieso nicht lassen können. Aber ich warne Sie. Belästigen Sie die Leute nicht.
Guten Tag. Uff, das war deutlich. Je, jetzt fängt es auch noch zu regnen an und wir haben heute Morgen vergessen, unsere Schirme mitzunehmen. Sehr britisch. Naja, wenn wir uns beeilen, kommen wir vielleicht nicht völlig durchnässt im Hotel an. So ein leichtes Sommergewitter kann hier draußen schnell zu einem richtigen Unwetter werden. Adam Taylors Befürchtungen bewahrheiteten sich, als der leichte Nieselregen zum stürmischen Gewitter wird und sintflutähnliche Ausmaße annimmt. Sehr zum Ärger von Eleanor Moody betreten die beiden Journalisten schließlich vollkommen durchnässt das Hotel. Erbost und nicht ganz uneigennützig reicht sie den beiden zwei Handtücher. Hier, damit können Sie sich abtrocknen. Und die Reinigung des Teppichläufers setze ich Ihnen selbstverständlich auch auf die Rechnung. Den ganzen Schlamm haben Sie mir von draußen reingetragen. Zu gütig, Mrs. Moody. Ich kann Ihnen hier nicht den ganzen Tag hinterherputzen. Ich muss mich schließlich auch noch um meine anderen Gäste und das Abendessen kümmern. Oh, du meine Güte! Was Sie beide sehen ja aus wie begossene Pudel. Ach, herrje. Na, hoffentlich haben Sie sich bei dem fürchterlichen Wetter nichts eingefangen. Es geht schon. Ah, danke. Na, dann ist ja alles gut, ha? Also, auf zu Tisch! Das Abendessen wird gleich serviert. Wo ist eigentlich Miss Alistair? Ich hab angenommen, sie wäre vielleicht mit Ihnen unterwegs. Ist sie bei dem Unwetter etwa noch da draußen bei dem Wäldchen, was sie malen wollte? Adam, wir müssen los und sie suchen. Sie suchen Mrs. Alistair? Ah, die ist heute Nachmittag abgereist. Was? Abgereist? Aber warum denn? Sie wollte doch das Zypressenwäldchen malen. Hören Sie, Mrs. Taylor, ich frage nicht nach dem Wieso, Weshalb, Warum. Ich betreibe ein Hotel und kein Gefängnis. Mich interessiert nur, ob ein Gast seine Rechnung bezahlt oder nicht. Können wir denn mal einen Blick in Ihr Gästebuch werfen, wann Miss Alistair genau abgereist sein soll? Nein, das können Sie nicht, Mr. Taylor. Genauso wenig, wie Sie in meinem Tagebuch was zu suchen haben, geht Sie mein Gästebuch was an. Guten Abend, die Herrschaften. Ist wirklich ein Sauwetter draußen. Da jagt man keinen Hund vor die Tür. Ist irgendetwas los, oder weswegen steht man hier wie auf einer Parade versammelt herum? Miss Alistair ist verschwunden. Sie ist nicht verschwunden. Sie ist abgereist. Moment. Um was geht es hier? Mrs. Moody behauptet, dass Miss Alistair abgereist sei. Allerdings weigert sie sich, uns einen Blick ins Gästebuch werfen zu lassen, damit wir uns davon überzeugen können. Sie ist auch keineswegs verpflichtet, Gästen über andere Gäste Auskunft zu geben. In Anbetracht der Umstände, dass in Hell's Grove nicht zum ersten Mal auf ungeklärte Weise Leute verschwinden, Constable, sollten Sie das nicht näher untersuchen? Oder meinen Sie auch, dass die alte Dame vielleicht nur die Zeche geprellt hat? Ich glaube nicht, dass mir Ihr Ton gefällt, Mister. Ist schon gut, Robert. Sollen Sie einen Blick ins Gästebuch werfen? Ich bestehe sogar darauf. Ja, hier steht es. Olivia Alistair, Ankunft und Ihre Abreise. Heute um 15 Uhr. Würden Sie uns auch noch einen Blick in das Zimmer von Miss Alistair werfen lassen, Mrs. Moody? Eleanor? Wenn es sein muss und Sie alle sich dann besser fühlen. Da wären wir. Das Zimmer von Mrs. Alistair. Wie Sie sehen können, ist es leer und es ist niemand mehr da. In der Tat. Das Zimmer ist menschenleer. Keine Koffer, kein gar nichts. Die alte Dame scheint augenscheinlich abgereist. Überzeugt Sie das, Mr. Taylor? Nun, nicht ganz, Constable. Ach, Miss Moody. Ist Miss Alistair mit einem Taxi abgereist? Ja, ich hatte ihr ein Taxi gerufen. Dann wird es doch kein Problem sein, den Taxifahrer ausfindig zu machen, der Miss Alistair abgeholt haben soll. Oder, Constable? Wir haben nur in den umliegenden Ortschaften einige Taxibetriebe. Aber keine in Hell's Grove. Da müsste ich etwas rumtelefonieren. Ich werde das gleich erledigen.
Junge, Junge, an ihn ist aber wirklich ein Detektiv verloren gegangen, was, Adam? Aber lasst uns jetzt bitte was essen, ne? Mein Magen ist schon so leer wie dieses Zimmer. Ich gehe schon mal runter ins Speisezimmer. Ich verabschiede mich auch. Ich setze Sie morgen über den Ermittlungsstand in Kenntnis. Guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend, Constable. Mr. und Mrs. Taylor. Ich muss Sie auffordern, dieses Haus morgen bitte zu verlassen. Die Differenz zahle ich Ihnen selbstverständlich zurück. Sie wollen uns doch aber nicht rausschmeißen, bevor uns der Constable seine Ergebnisse mitgeteilt hat. Sie können so lange bleiben, bis er Ihnen morgen seine Ergebnisse vorgetragen hat. Aber dann sollte Ihr Koffer gepackt sein. Selbstverständlich sind Sie für heute Abend noch zum Essen eingeplant, aber nur, wenn Sie mögen und sofern Sie nicht befürchten, dass ich Ihnen Ihre Suppe vergifte. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber ich denke, uns ist der Appetit vergangen. Wir gehen besser auf unser Zimmer. Eine Frage hätte ich allerdings noch. Hier nennt Sie jeder Witwe, aber Ihr Mann, der alte Paul Moody, gilt nur als verschollen. Oder ist er etwa doch tot? Ihr Presseschnüffler. Ja, der Constable hat mich schon über Sie beide informiert. Und was meinen Mann angeht, der ist verschollen und hat mich mit seinen Schulden einfach sitzen gelassen und macht sich jetzt vielleicht irgendwo ein schönes Leben, was weiß ich. Guten Abend! Und? Was hältst du von den Geschichten, Adam? Glaubst du, Miss Alistair ist wirklich abgereist? Ich weiß nicht, Linda. Manches klingt durchaus plausibel. Und durchaus möglich, dass die alte Dame abgereist ist. Tja, wie dem auch sei, es erklärt aber noch lange nicht das Verschwinden der ganzen anderen Leute hier in Hell's Grove. Ich habe das Gefühl, dass entweder die Moody hinter allem steckt oder vielleicht sogar das halbe Dorf. Der Constable. Vielleicht steckt er auch mit drin. Nun ja. Morgen wissen wir sicherlich schon mehr. Es war ein langer Tag und ich bin müde. Die Koffer können wir auch morgen noch packen. Und du willst wirklich nicht noch etwas essen? Ach nein, Schatz. Die Moody muss ihre Suppe nicht extra vergiften. Ihre Kochkünste sind alleine schon Gift genug. Lass uns schlafen gehen. Auch in der zweiten Nacht im Moody House schreckt Linda Taylor wieder frierend aus ihrem Schlaf. Die bitterkalte Temperatur im Zimmer hat diesmal sogar kleine Eisschichten auf die Fenster und andere Oberflächen gelegt. Es ist jedoch nicht die eisige Kälte, welche die Journalisten zittern lässt, sondern die erneute Gewissheit, dass sie und ihr Mann Adam nicht die einzigen Personen im Raum sind. Nein, ich bilde mir das nicht ein. Ich bin wach, ganz bestimmt. Oh, ist mir kalt. Es ist sogar viel kälter als gestern Nacht. Und ich spüre, dass hier noch jemand im Zimmer ist. Ich weiß es ganz sicher. Hallo? Wer sind Sie? Ich spüre, wie mich ein eiskalter Atem umgibt. Er scheint von dem großen Spiegel zu kommen. Meine Güte, der ist ja wie eine Gefriertruhe, fast vollständig von Eis bedeckt. Die Alistair. Das Spiegelbild von Olivia Alistair. Aber sie ist nicht im Raum. Sie ist im Spiegel. Schatz, was machst du denn da? Warum? Stehst du denn da im Dunkeln vor dem Spiegel? Sie ist hier, Adam, sie ist hier! Von wem redest du? Olivia Alistair! Sie ist hier, Adam! Hier, im Spiegel! Sag mal, schlafwandelst du etwa? Dann sieh selbst! Komm hier rüber! Ich komm ja schon. Und wehe, du veräppelst mich! Nein, lass das Licht aus! Boah, Mann! Warum ist es so kalt hier drin? Jetzt komm schon her. Bin ja schon da. Sag mal, willst du mich für dumm verkaufen? Hier ist nichts.
Verdammte Scheiße! Adam? Was geht hier vor? Adam, was ist hier los? Seine Hand aus dem Spiegel. Adam! Sie packt mich und zieht mich. Adam! Adam? Mrs. Taylor? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Mrs. Taylor? Machen Sie die Tür auf! Mrs. Taylor! Was ist denn los? Geht's Ihnen gut? Der Spiegel. Der Spiegel hat meinen Mann verschluckt. Sagen Sie, haben Sie etwas getrunken? Wenn ich es euch doch sage, der Spiegel hat meinen Mann verschlungen. Da war plötzlich die Alistair und Fratzen im Spiegel. Dann hat eine Hand meinen Mann gepackt und in den Spiegel gezogen. Rufen Sie den Constable! Linda... Bitte beruhigen Sie sich doch. Rufen Sie den Constable. Den haben wir schon gerufen. Er ist bereits im Haus. Adam! Eleanor, was ist hier los? Die Taylor? Adam! Die ist vollkommen durchgedreht. Der Spiegel. Constable, mein Mann ist im Spiegel. Was meint sie denn damit? Ihr Mann ist im Spiegel? Ich fürchte, Mrs. Moody hat leider recht. Mrs. Taylor scheint den Verstand verloren zu haben. Der Spiegel! Ach, das arme Ding. Es wird wohl besser sein, Sie benachrichtigen einen Arzt. Ja, ich denke auch, dass es das Beste für die Dame ist. Adam! Ich rufe in der psychiatrischen Klinik an. Die sollen Mrs. Taylor abholen kommen. Ja, die kennen ja die Adresse. Nur, was sage ich denen wegen der Umstände, Eleanor? Das Übliche, Robert? Ach. Das arme Ding. Nun, John, ich hoffe, Sie bleiben trotz der Ereignisse weiterhin unser Gast. Aber selbstverständlich, Elena. Ich glaube, Sie haben morgen wieder ein Kundengespräch, oder? Oh ja, ein Großauftrag für eine Hotelkette, wie ich hoffe. Die haben noch keinen meiner schönen großen Spiegel. Ach, und bevor ich's vergesse, schreiben Sie doch bitte Ihre Provision auf meine Rechnung, Elena. Ja, aber selbstverständlich, Mr. Smith. Sie hörten Spiegel von Markus Hildebrandt. Die Sprecher und ihre Rollen. Diana Dalian als Linda Taylor. Marco Hennings als Adam Taylor. Anja Klukas als Eleanor Moody. Lars Eickstedt als Constable Robert Jones. Thomas Zöcker als John Smith. Tina Wolf als Olivia Alistair. Markus Hildebrandt als Dorfbewohner Hollock. Und Jan Abraham als Erzähler. Lektorat Stefan Fabri. Produktion, Sound und Musik von Soundshop. Covergestaltung Wombat Artwork.